So, Ecki, kannst du dich noch erinnern, die ersten 3D-Test-Videos? Ach, du meinst mit diesem gestikulierenden Typen, der dann erzählt hat, wie toll alles aus dem Bild herausspringt? Also im Hintergrund mit dem, war... Mit dem Acer-Beamer damals. Ich glaube, da war auch gar kein echtes 3D-Bild zu sehen. Ja, wahrscheinlich liegt der Beamer gar nicht. Ja. 3D, ist das noch ein Thema? Ja oder nein? Ja, also bei Fernsehern ist es tatsächlich abnehmend. Immer mehr Hersteller sagen, sie bauen gar kein 3D mehr ein in ihre Geräte. Aber gerade bei Beamern, Beamer ist ja sowieso eigentlich das bessere Medium für 3D, weil es viel größer ist. Da genau. Hat sich dann schon einiges technisch getan und wenn man entsprechenden Aufwand betreibt, kriegt man richtig geniales 3D hin. Das werden wir jetzt auch mal machen. Wir werden jetzt für euch mal das beste 3D-Bild, das beste 3D-System zusammenstellen. Bevor wir dann jetzt wirklich mit der Praxis anfangen, kurzer Ausblick auf die Theorie. Genau, kleiner Auffrischungskurs. Kleiner Auffrischungskurs. Also wie funktioniert 3D? Im Alltag sehen wir dreidimensional, weil wir zwei Augen haben. Diese beiden Augen haben einen gewissen Abstand zueinander und sehen, wenn wir uns auf ein Objekt zum Beispiel konzentrieren, aus unterschiedlichen Winkeln. Diese unterschiedlichen Winkel werden dann von unserem, also wir kriegen zwei verschiedene Bilder in die beiden Augen und unser Gehirn rechnet dann die dreidimensionalen Informationen daraus und wir sehen dreidimensional. So, wenn wir das im Heimkino simulieren wollen, müssen wir also dem linken Auge ein anderes Bild zuführen als dem rechten Auge. Also es werden zwei verschiedene Perspektiven übertragen, die werden dann auch dargestellt und das Auge soll eben nur die eine Perspektive sehen und das andere Auge die andere. Und dann sehen wir letztendlich, in unserem Gehirn wird dann das dreidimensionale Bild errechnet. So, der entscheidende Trick ist also, die Bilder für beide Augen zu trennen. Und dafür brauchen wir die, na, was brauchen wir? Die Brillen. Genau, die 3D-Brillen. Und dafür gibt es unterschiedliche Techniken. Es gibt die Polarisationstechnik, die Shutter-Technik, die am bekanntesten ist, und die gute alte Anaglyph-Technik, die mit Farben mit funktioniert. Farben arbeitet dann, genau. Zunächst mal die Shutter-Technik. Das ist ja eigentlich die verbreitetste. Das haben die meisten Fernseher und eigentlich auch alle Heimkino-Beamer. Eigentlich alle Beamer, genau. Genau, weil es eigentlich anders kaum geht. Shutter ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben eine Brille auf der Nase, die abwechselnd dunkel schaltet. Linkes Auge, rechtes Auge. Genau. Wenn sie schaltet, das heißt, die Brille benötigt Strom. Die Brille benötigt Strom. Sie muss natürlich mit dem Projektor synchronisiert sein, ja. Damit man immer weiß, jetzt linkes Auge, dann rechtes Auge. Und ja, sie funktioniert auch mit Polarisation, verliert viel Licht und. Aber das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Sie schaltet einmal die eine Seite frei, das linke Auge, dann schaltet sie das rechte Auge. Und so sieht man immer hintereinander. Die Bilder werden hintereinander projiziert, genau. Sehr schnell, so schnell, dass das halt vom Auge weitgehend unbemerkt bleibt. Wie schnell ungefähr? 100 bis 120 Hertz. 120 Hertz. Bei Filmen manchmal auch nur 96 Hertz. Also das ist die einfachste Technik, am leichtesten umzusetzen, deshalb ist das bei den Projektoren eingebaut, aber eigentlich auch die schlechteste. Die nächste funktioniert, das ist die Polarisationstechnik. Die wird in den meisten Kinos angewendet. Kann man auch daheim realisieren mit zwei Beamern. Man braucht also zwei Projektoren. Die haben einen Polfilter. Und dieser Polfilter, der polarisiert das Licht. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail mit den Lichtquanten. Also entweder vertikal oder horizontal. Oder horizontal dann. Ja, genau. Es gibt auch Zirkularpolarisierung. Also er polarisiert das Licht. Das wird reflektiert, da braucht man auch eine Spezialleinwand, das muss eine silberbeschichtete Leinwand sein. Damit das Bild auch, damit das Licht auch polarisiert bleibt. Erhalten bleibt. Genau. Und dann hat man einfach eine passive Brille, also die funktioniert ohne Strom. Und die hat einfach praktisch die entsprechenden Polfilter dann wieder vor dem Auge. Also die vor dem Objektiv beim Beamer sind, die finden genau. Sich dann wieder auf der Richtig. Brille wieder. Der Vorteil ist, klar, mit zwei Beamern projiziert man gleichzeitig das Bild und beide Augen sehen permanent ein Bild. Das heißt, das ist natürlich schon viel angenehmer. Es gibt kein Flimmern vor den Augen. Es ist heller. Und je nachdem, wie gut die Polarisationsfilter gemacht sind und wie gut die Leinwand ist, haben wir auch eine sehr gute Auslöschung. Also, dass das Auge das falsche Bild nicht sieht. Ist recht aufwendig, hat auch Nebeneffekte mit der Leinwand, weil die silber ist, hat die meistens Hotspot. Kann ich dann nicht unbedingt für 2D auch nutzen. Für 2D kann man sie nicht verwenden, wenn man das noch als Rolo-Leinwand, also als elektrische, wird es teuer, muss das wieder so spezial beschichtet sein und. Also es ist zwar eigentlich eine gut funktionierende Technik, ist auch in meisten Kinos so eingesetzt, weil die Leinwände da silber sind und so weiter. Und die Brillen sind vor allem günstig.
Und die Brillen sind günstig, das sind genau, das sind praktisch die Brillen, die man eben im Kino dafür ein paar Cent kriegt oder und so weiter. Ja, das ist eigentlich das bekannteste System, aber nicht unbedingt das Beste, sondern wir benutzen ja gleich Infitec 3D. Infitec. Das hat seinen Ursprung in der ersten 3D-Technologie. Und zwar, das kennt praktisch jeder. Yps. Yps, genau. Wer auch zur Generation Yps gehört. Ja. Aber eigentlich kennt es jeder aus der Kindheit, die klassische Rot-Grün oder eben heutzutage sind sie eher blau, rot-blau. Ich glaube, als ich noch klein war, war es wirklich noch rot-grün. Rot-grün und dann war so ein BMX. Genau, genau, das Poster. Das war dieses Yps-Poster. Das Yps, genau. Stimmt, das kenne ich auch noch. So, genau, also man braucht so eine Brille und dann sah ein 3D-Bild so aus. Es hatte einfach eine rote Partie und eine grüne und jetzt ist es halt so eine zyanfarbene. Genau. Und ja, ganz einfaches Prinzip. Das rote Glas hat nur die roten Partien durchgelassen, das grüne hat nur die grünen durchgelassen. Und dadurch hatte man ein grünes Bild auf dem einen Auge, ein rotes auf dem anderen und den 3D-Effekt. Genau. Nachteil, es war nicht wirklich ein farbiges Bild. Es war eigentlich eher so eine Art Schwarz. Das Gehirn hat dann irgendwie so ein Grau sich zusammengerechnet. Deshalb eigentlich eine Schwarz-Weiß-Technik, obwohl sie mit Farben arbeitet. Aber auf diesem Prinzip setzt jetzt eigentlich das Infitec-System auf. Dass es in den Kinos meistens unter dem Namen Dolby 3D gibt. Dolby hat das lizenziert, um das zu verwenden. Und das funktioniert eigentlich auch mit unterschiedlichen Farbfiltern. Allerdings nicht so simpel mit Rot und Grün, sondern mit Spektralanteilen. Ja. Also mit mehreren Farbfiltern ja, also sozusagen. Wir kennen das ja noch aus der Schule. Das ist ja dieses komplette Spektrum. Nicht jede Wellenlänge hat eine gewisse Farbe, von Ultraviolett bis Infrarot. Ne, und das geht dann über Blau, Cyan, Gelb, Rot. Ne. Das alles zusammen ergibt dann halt das weiße Licht, wie wir es kennen. Genau, das ist dieses Spektrum, das die Sonne macht. So, und jetzt sieht man ja, dass der von den Wellenlängenbereich, dass der Blauteil gewisse Bereiche hat von hier von 400 noch was Nanometern bis 500 und so weiter. Das heißt, man kann sich aus diesem Spektrum etwas herausschneiden. Und das machen dann das ist jetzt diese entsprechende Brille, die hat Filter, die schneidet praktisch ein Spektrum heraus. Und man sieht dann für das rechte Auge wird zum Beispiel dann für Rot der Wellenlängenbereich von 650 bis 680 Nanometer genommen und für das linke Auge oder für das andere Auge dann von 660 bis 700 oder so. Also es wird eigentlich so einmal hier getrennt und hier getrennt und im Grün das Gleiche, fürs linke Auge dieser Bereich, fürs rechte Auge dieser und für Blau das Gleiche. Also man sieht hier den kompletten roten Bereich. Genau. Und hier diese Peaks, die man oben und unten sieht, die zeigen dann nochmal genau, die linke Brille nimmt sich diesen Bereich von dem kompletten Spektrum im Rot. Genau. Und die rechte oder links dann nimmt sich dann diesen Bereich. Richtig, also das wird den rechtlichen gar nicht. Und das funktioniert wie bei den Polfiltern. Hm. Auf den Projektoren ist ein Glas drauf, das diesen Teil dann zum Beispiel wegfiltert und auf der Brille ist das entsprechende auch das Glas. Also ich könnte im Prinzip sind die auch gleich. Ich könnte theoretisch auch die Brille nehmen, ausschneiden und beim Projektor draufgehen. Ja, das müsste funktionieren. Müssen wir mal ausprobieren. Aber eigentlich müsste das funktionieren. So. Vorteil von der Geschichte, wir brauchen keine Silberleinwand, das geht auf jeder weißen Leinwand. Die Auslöschung ist sehr gut, weil diese Gläser sehr gut funktionieren. Das heißt, man sieht wirklich dann nur diesen Spektralbereich. Und es ist dadurch eigentlich wesentlich leistungsfähiger als das Polfiltersystem mit der Silberleinwand und. Nachteil, man braucht weiterhin zwei Projektoren und natürlich auch die Elektronik, die dann aus einem 3D-Signal zweimal für zwei Beamern ein Signal herausfiltert. Wobei, das bräuchte ich auch beim Polsystem. Beim Polsystem braucht man das auch, richtig. Genau. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das System, mit dem man mit das beste 3D realisieren kann. Okay, wenn es das Beste ist, dann schauen wir uns das jetzt noch mal an. Ja, oder? Dann kommt mal mit. Ecki, jetzt sind wir hier also vor der 6-Meter-Leinwand. Soll ja das beste 3D werden. Genau, da muss auch die Größe stimmen. 3D wirkt umso besser, je größer es ist. Was ist denn die Schwierigkeit, wenn wir jetzt hier auf so eine große Fläche projizieren wollen? Ja, Hauptschwierigkeit ist, dass obwohl dieses System ja sehr effektiv und leistungsfähig ist, es trotzdem auch immer noch ganz schön Licht verliert. Ja. Durch diese Spektralaufteilung geht natürlich auch Licht verloren, die 50% ungefähr auch. Ne? Wie wir das lösen, das zeigen wir gleich. Genau, das heißt, wir müssen möglichst viel Licht. Licht. Ja.
dann ist natürlich bei so einer Größe, man sitzt relativ nah dran, dann müssen die Bilder gut aufeinander abgestimmt sein. Dass man den 3D-Eindruck hat. Genau, ne? Und so weiter. Wenn das zu weit auseinander ist, dann wirkt das Bild unscharf, ja. oder sonst irgendwas, oder die Perspektive stimmt nicht mehr. Ja, das sind eigentlich schon die zwei Hauptprobleme. Sollte nicht? Wahrscheinlich auch ein ganz gutes 3D-Signal sein, das gut gerechnet wurde. Genau, es sollte natürlich ein sehr gutes 3D-Signal sein. Und natürlich müssen es Beamer sein, die gut mit Infitec harmonieren, ne, von ihrem Spektrum. Es gibt ja auch, jeder Projektor arbeitet auch mit unterschiedlichen Spektren. Und wenn man da Pech hat, wie wir das eben am Anfang erklärt haben. Ist das zu diesen, wenn man ein Spektrum hat, das nicht so viel grün kann oder so, dann versagen dann auch dieses System. Da braucht man so einen ordentlichen Projektor. Und die Technik, die wir dafür jetzt einsetzen werden, die zeigen wir euch jetzt mal. Um das 3D-Signal zu trennen, benötigen wir dann noch einen Multiprojector-Image-Prozessor. Wir haben hier einmal von der Infitec und von Airflex die Systeme aufgebaut. Das Schöne ist, ich kann damit auch noch eine elektronische Korrektur machen, der Kanten, also die Größen anpassen. Da wir aber ja mit zwei bzw. vier Projektoren arbeiten, benötigen wir oder müssen wir vorher das HDMI-Signal, das Signal also auch noch trennen. Dafür haben wir dann noch einen Splitter 1:2. Das heißt, von da gehen wir dann in die Prozessoren rein. Die Prozessoren trennen dann das Bild auf linken und rechten Kanal und von dort gehen wir dann zu den Beamern. Das heißt, wir kommen mit einem Kabel hin, teilen auf zwei Kabel, teilen in den Prozessoren und am Ende haben wir dann vier Kabel zu den Projektoren. Wir haben jetzt hier die vier Epson-Beamer aufgebaut. Alle vier Beamer projizieren jetzt ein Bild. Wir haben dafür ein Testbild projiziert. Der Ecki steht jetzt da unten und kontrolliert das jetzt mal gleich. Wir müssen jetzt versuchen, die vier Bilder möglichst genau übereinander zu legen. Zuerst versuchen wir, den linken und den rechten Kanal halbwegs genau übereinander zu legen. Dafür projizieren wir jetzt mit den beiden oberen, mit dem linken und dem rechten Projektor ein Bild. Und dirigieren und verschieben das Bild von dem einen möglichst deckungsgleich über das andere. Sehr wichtig, dass die beiden Projektoren, die für das linke Bild zuständig sind, möglichst genau übereinander liegen. Dafür projizieren wir jetzt mit den beiden Projektoren und wir versuchen dieses dann wieder mit Hilfe des Lens-Shiftes möglichst genau anzupassen. Sollten die beiden Bilder nicht genau übereinander liegen, kommt es natürlich zu einer Unschärfe. Nachdem jetzt die beiden linken Projektoren angepasst worden sind, passen wir noch den letzten rechten an und schieben auch hier wieder die Testbilder übereinander. Zu guter Schluss machen wir noch eine Kontrolle aller vier Bilder, versuchen, dass die Bilder möglichst nah übereinander liegen. Vorab ein kleines Experiment, um nochmal zu zeigen, wie hier die Bilder ausgelöscht werden. Wir haben die Kamera jetzt auf die vier Beamer gerichtet und man sieht, aus den vier Objektiven kommt jeweils Licht heraus. Und wenn wir jetzt eins der Brillengläser davor halten, dann sehen wir, dass jeweils zwei der Projektoren dunkel werden. Jetzt sind die zwei linken Projektoren praktisch aus und die zwei rechten leuchten weiterhin. Und wenn ich das mal wechsle, dann sind die zwei anderen Projektoren. Also das ist jetzt zum Beispiel das, was wir auf dem rechten Auge sehen würden. Und das ist das, was wir auf dem linken Auge sehen würden. Und hier sieht man schon, dass das sogar direkt im Lichtstrahl sozusagen wirklich sehr gut funktioniert mit der Auslöschung. Und so wird das eben dann auch auf der Leinwand getrennt. So, nach all dem Aufwand kann jetzt endlich der Spaß beginnen. Brille auf, Film ab. Oh, Ecki, das ist wirklich das beste 3D-Bild, was ich je gesehen habe. Boah, ja, definitiv schwer zu toppen. Das ist scheiße. Ja, was ist denn das Fazit davon? Wir müssen einen Filmton, das wirkt echt so vollgestellt. Ja, den Ton kann ich ja nachmachen. Das darf doch jeder, dass wir gerade nichts sehen. Den lege ich dann drunter, das ist nicht das Problem. Das ist besser vom Ton. Okay, weil da musst du wirklich voll so Explosionsgeräusche und so. Reicht das denn jetzt, was wir gesagt haben? Ich weiß nicht, wie überzeugend das war. Das soll ja so ein bisschen verarschen. Ja, okay, komm, lass mal. Ja, der Aufwand ist, wie man sieht, ziemlich hoch. Groß. Vier Beamer, zwei Splitter, die Prozessoren, ne, und so weiter und so fort. Die Einstellerei ist auch ziemlich aufwendig. Jeweils zwei Beamer sehr genau einstellen und jeweils ein paar dann auch noch gut einstellen. Praktisch vier Beamer aufeinander justieren. Ja, die Anschaffungskosten sind
nicht zu verachten. Zwei hochwertige Beamer plus das Infitec-System dann. Richtig, ja. Aber die Brillen sind halt auch nicht ganz günstig. Die variieren, glaube ich, von 80 bis 400-500 Euro, je nachdem. Ja, die sind aber, glaube ich, nicht so teuer. Das sind die einfachen. Das sind die, ja, nicht die ganz einfachen, das ist diese mittlere Qualitätsstufe. Genau. Aber man wird aber auch wirklich mit dem besten 3D belohnt, dass es wirklich geht. Also man hat kein Ghosting, auch auf dieser Bildgröße, die wir hier haben. Das Bild ist wirklich hell, es ist super augenfreundlich. Also viel besser kann es eigentlich nicht werden. Ne? Wir hatten das ja auf unserer CineScience Weihnachtsfeier mal gezeigt. Genau, da hatten wir Leuten hier 30, 40 Leute. Und es waren ja wirklich alle davon begeistert. Genau, es gab nicht einen, der gesagt hat, das gefällt ihm nicht. Es haben sogar, im Gegenteil, es hat fast jeder gesagt, das war mit das beste 3D, auch besser als das, was die Leute aus den Kinos kennen. Also, obwohl die Technik da ja auch eingesetzt wird, aber natürlich wahrscheinlich nicht so perfektioniert eingestellt, wie wir das gemacht haben. Insofern, wer 3D-Fan ist und kompromissloses 3D haben möchte, sollte sich so ein System angucken. Gerade hier in Verbindung mit neuen Zweiern. Das harmoniert sehr gut, weil die Filter eingebaut werden können. Das heißt, ich kann im Prinzip für 2D und für 3D nutzen, kann über den Modus, den Bildmodus wählen, ob der Filter eingefahren wird oder ausgefahren genau, ist. Genau, da muss man den nicht extern hinsetzen. Und ich glaube jetzt hier, weil ja ein 2er Auslaufmodell ist, kann man das relativ günstig noch bekommen. Ich hoffe, euch hat die kleine Bastelstunde mit uns ein bisschen Spaß gemacht. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir hatten eine Menge Spaß, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr es abonniert, unseren Kanal. Und wir sind ganz sicher, in Kürze überraschen wir euch mit ein paar Neuigkeiten aus der CineScience-Welt. Bis dann. Ciao.